Servus allerseits. So, wir haben ein sehr schönes Wetter heute. Schöne strahlende Sonne und schönes Licht für meine Make-up. Aber Frühling ist noch nicht da, es täuscht. Ja, warm anziehen, ne? Okay, mein Thema ist heute NYX Professional Make-up. Damit mache ich mit einem Produkt ein Full-Face-Make-up. So, ich habe die ganze Set gekauft. Dann lege ich mal los, ne? So, das kennt ihr. Das hat so eine weiche Bürste. Erstmal schön kämmen. So, dann hiermit nachzeichnen. So, auffüllen halt, ne? Verlängern, auffüllen, wie ihr wollt. Das überlasse ich euch. Jeder hat individuelle Augenbrauen. Ich mag halt nicht so breite Augenbrauen wie manche. Halt jeden seins, ne? Okay, das langt. Dann kommt diesen Foundation dran. Kann man das lesen, wie immer. Also ich schreibe das sowieso ins Infobox. Ich bin mir nicht sicher, ob das meine Farbe ist. Ob gelb oder so hell ist, weiß ich nicht, aber ich lasse mich überraschen. So, das ist die Nummer, ganz kleiner Moment, das heißt Golden Beige ist es. Lassen wir uns mal überraschen. So, dann mit dem hier, so eine Pyramide sieht es aus. Das ist von PS Pro. So, dann nehme ich das Produkt. Fangen wir hier an. Ich habe hier noch einen Spiegel, wie das immer so sein soll. Man lässt sich gut verteilen. Ich habe hier noch ein paar Pickel. So, Hals darf man nicht vergessen natürlich. Das ist übrigens so eine mattierende Foundation. Finde ich ganz toll. Und deckt gut ab. So, das war dies hier. Und jetzt mache ich mit Concealer weiter. Und das hier ist jetzt diese Can't Stop. Das kennen schon einige bestimmt. Und das ist etwas heller. Concealer muss natürlich ein bisschen heller sein. Jetzt nehme ich das hier ein paar Pickelchen und ein bisschen unter den Augen. Also ich habe keine dunklen Ringe. Aus dem Grund mache ich lieber weniger. Da müsst ihr wirklich sehr wenig drauf tun, weil das ist sehr ergiebig. So. Ich habe vorher schon meine Pflege aufgetragen gehabt. Man soll über die Creme halt die ganze Foundation und Concealer auftragen. So, hier habe ich so ein paar Pickelchen, die decke ich auch mal ab. So, okay. Das war die Concealer Can't Stop, One Stop. Jetzt geht's weiter mit der Augen-Make-up. Zuerst nehme ich so eine graue, zeige ich euch mal so, das ist so eine Kajalstift, ne? Und damit mache ich erstmal unter den Wimpernkranz, zeichne ich mal so nach. So. Ja, ist es gleichmäßig. Jetzt könnt ihr ein bisschen nach außen ziehen, damit das Auge ein bisschen verlängert wird. Ja, okay, das ist gleichmäßig. Jetzt muss ich mal überlegen, welche Farbe ich nehme. Ich habe hier die Farben halt. Ich glaube, ich nehme die beiden, weil ich was Blau-Grünes anhabe.
Ja, okay. Nehmen wir die. Ich nehme so eine Pinsel dafür. Eine Seite so, die andere Seite mit Applikator. Ich nehme erstmal den grün. So, mal schauen, wie satt die Farben sind. Ins Inneren nehme ich diese grüne. Oder ich nehme das auf das ganze Lid. So, dann ist dann intensiver. Ich liebe diese grüne Farbe, also überhaupt die Grün bei der Augen-Make-up. Bei dunklen Augen sieht es richtig schön aus. So, dann nehme ich diese blaue ins Äußeren. Das ist natürlich eine Mutsache, ne? Wer so farbig liebt, kann das machen. So, auf diese Knochen. Ihr könnt auch mit so einem Pinsel auftragen. Probiere ich mal. Das lässt sich gut auftragen. Dann müsst ihr natürlich die beiden Farben aufmischen, vermischen. So, auf diese Knochen. So. Mache ich mal ein bisschen mehr. Für Abend-Make-up ist es natürlich sehr optimal. Und tagsüber müsst ihr das natürlich ein bisschen schön verteilen, schön verblenden halt, ne? So, dann nehme ich mal so ein bisschen mehr. Ja, ich gucke mal hier auf meinen Spiegel. Hier kann ich das besser sehen. Okay. Okay, jetzt verblenden wir das Ganze. So, schön verblenden. Okay, das ist gleichmäßig. Also für den Abend zum Ausgehen mit einer Jeans oder mit so einer Jeansjacke oder mit so einem T-Shirt könnt ihr das schön tragen, eigentlich. Zum Ausgehen ist es ein sehr schöner Make-up. So, dann nehme ich noch diese Palette hier. Den habe ich übrigens von NYX gewonnen gehabt. Also, die beiden sind Highlighter, die beiden sind zum Abdecken und die hier sind zum Grundieren. Das zeige ich euch nochmal. Ich nehme mal diese Farbe hier. Ich muss erstmal meine Pinsel abwischen. Ich nehme das hier unter den Augenbrauen. Ja, ganz kleinen Moment. So, dann hier auch. Und nach innen nehme ich so eine goldfarbene Highlighter. Das ist ein Goldschimmer. So, dann nehme ich noch dieser Kajal, so eine grüne. Das hier war Anthrazit gewesen, diese Farbe. Und jetzt nehme ich diese, so Petrolgrün ist es. Wie nennt sich das? Ja, Satin Blau. Satin Blue.
Und das hier war Anthrazit, glaube ich. Genau, Anthrazit. Okay, das nehme ich dann für untere Augen, Wimpernkranz. Also hier sehe ich mehr Farbe als hier. Aber gut so. Nur bis in die Mitte mache ich. So. Dann kommt die Auge so besser zur Geltung. Und dann ziehe ich das hier nach außen. So. Bis hierher. Wie man das heutzutage macht. So. Noch ein bisschen verblenden. Das Blaue soll ein bisschen weniger sein als das Grüne. So, dann mache ich hier oben noch ein bisschen über die obere Augenwimpernkranz und dann hier vorne. Hier genauso. So. Das ist gut so. Dann nehme ich für die Contouring diese Palette. Ich nehme erstmal Highlighter. Das ist mir zu hell. Ich nehme diesen hier. Erstmal unter den Augen. Augenbrauen. Klein bisschen über die Nase. So. Dieser Pinsel gefällt mir auch. Das ist extra für Highlighter und Contouring gedacht. So. Hier ein bisschen. Da sieht man es natürlich weniger. Und hier sehe ich natürlich mehr auf der Spiegel. Naja. Über die Nase. Ja, jetzt sieht man es besser. Okay. Je nachdem, wenn ihr enge Stirn habt, könnt ihr auch hier auftragen. Ich mache ein bisschen noch über die Nase. So, jetzt nehme ich erstmal für die Wangen nehme ich das hier. Das ist auch für Contouring gedacht. Ich möchte noch ein bisschen mehr Highlighter nehmen, damit es besser zur Geltung kommt. So, okay. Dann nehme ich diese Farbe hier für Contouring. So, unter den Wangenknochen. Ich mache das eher so nach oben. So, gleichmäßig. Dann nehme ich als Bronzer dies hier. Kann man das als Bronzer nennen? Ja, kann man nehmen. Also ich habe kein Blush genommen, also gekauft. Nehme ich dafür das hier. Das ist echt sehr schönes Pinsel.
Angenommen, es ist zu viel geworden, könnt ihr hier mit dieser Farben ausgleichen. Das machen wir jetzt gleich. Ich habe extra mehr gemacht, damit ich das zeigen kann. So. Das ist diese Farbe hier. Die beiden sind Highlighter. Das ist zum Contouring. Könnt ihr damit wieder ausgleichen. Auch für die Contouring, wenn es zu viel geworden ist, könnt ihr das auch machen. So. Okay. Das ist reichlich. Und jetzt nehme ich noch hier für oben, wenn man hohe Stirn hat, so wie bei mir. Aber bei enger Stirn sollte man das lieber vermeiden. So. Okay. Jetzt kommen wir zu dem Lippenstift. Ich habe dafür diesen hier genommen. Das ist Candy Stick. Ich habe wieder verkehrt rum gezeigt. Das ist eher so eine Nude-Ton. So, dann mache ich das auch. Ohne Stift kann man das auch auftragen. So. Ich trage erstmal in die Mitte, dann mache ich außenrum. Bei so einem dunklen Augen-Make-up sollte man halt helle Lippen färben. So. Jetzt nehme ich diese schöne, ja, ihr kennt es, als Wimperntusche. Ich habe da irgendwas, so eine Fussel. Okay. Das ist jetzt wasserfeste. So, okay. So, das war der Mascara, also Word the Hype. Schwarz war das natürlich. Und zum Schluss mache ich Highlighter über, wenn man sowas trägt halt, ne? Nehme ich diese etwas goldfarbene über den Knochen hier. Über Sommer könnt ihr natürlich so diese Bronzerfarbe, diese karamellige Farbe, so variieren, ne? Das zeige ich euch noch, wenn es dann Sommer ist. Das war so eine Abend-Make-up mit NYX und hoffentlich es hat euch gefallen. Ihr könnt die Haare so tragen, wie ihr wollt und mit dem Make-up, das überlasse ich euch. Bei dunklen Augen sieht es natürlich besser aus. Das war's dann. Danke fürs Zuschauen und schöne Zeit wünsche ich euch und gute Start ins neue Jahr. Bis zum demnächst dann. Ciao.